Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Mirage. Und wir bekommen sozusagen jetzt unsere erste Gelegenheit. Hund, hallo, hallo. Komm, geh weiter, hier gibt's nichts zu sehen. So, und wir bekommen jetzt die erste Gelegenheit, unsere versteckte Klinge einzusetzen. Denn wir sollen hier Aufständische befreien und wir schauen uns das Ganze mal an. So, okay. Mal schauen, was wir hier alles zu sehen bekommen. Aha. Okay, also da scheint auch was zu sein. Okay, das war das dritte. Noch mehr? Nö. Okay, aber da sind jede Menge Wachen. Da müssen wir uns ein bisschen Gedanken machen. Da ist ein Bogenschütze. Da ist einer, oder? Ja, da ist einer. Da läuft einer. Ja, wir müssen mal ein bisschen andere Position, anderen Winkel. Aufklärung ist alles. Ist das einer? Das ist eine Wache. Na, da sind zwei Wachen und auf dem Schiff, da müssen wir doch bestimmt auch hin, oder? Aha. Ist da eine? Nein, da ist keine. Ich denke eher, okay, das wird eher einer von den Aufständischen sein, den wir befreien sollen. Hat es da noch mehr? Nicht, dass wir hier in eine Falle tappen oder überrascht werden. So, dann werden wir mal in diese Richtung noch fliegen. Okay. Ah ja, da war noch einer. So, ich will jetzt gerade mal gucken. Ich bin jetzt gerade mal überlegen. Wegen unseren Fertigkeiten. Haben wir denn eigentlich alles schon vergeben? Zusätzliche Hilfsmittel? Ja. Aber ich überlege nämlich die ganze Zeit, weil wir doch hier Fährtensuche kostet einen Fertigungspunkt. Den haben wir doch schon ausgegeben. Haben wir eigentlich einen? Nö, gell? Wir haben keinen Fertigkeitenpunkt mehr, den wir vergeben könnten, oder? Nee, sieht nicht so aus. Okay. So, jetzt müssen wir das überlegt angehen. Das sind jede Menge Kollegen. Da läuft ein Kollege und eigentlich müssen wir erstmal ihn da oben außer Gefecht setzen. Oh, wir sind schon im Sperrgebiet. Jetzt wird es schon eine heiße Nummer. So, die hier haben, glaube ich, nichts. So. Okay, ist hier irgendwas? Oh, da unten ist eine Truhe. Da drüben ist einer. Okay, da ist eine Truhe. Da oben ist etwas. Okay, auch hier ist eine Truhe. Ja, Hilfsmittel, das ist in unserem Messer, glaube ich. Eieieiei. So. Na, ich denke, da wird keiner kommen. Nee, das sieht nicht so aus. So. Gehen wir erstmal nach oben. Hier ist keiner, oder? Hier oben auf dem Dach ist keiner. Ah, da unten läuft einer. Durchtrennbare Ketten. Das da? Ja, das bringt uns aber nichts, glaube ich, oder? Das müssten doch durchtrennbare Ketten sein. So, jetzt wollte ich gerade mal gucken. Wie war denn das? Ja. Hilfsmittel ausrüsten. Rüste deine Hilfsmittel aus, indem du R2 gedrückt hältst, um das Hilfsrad zusätzliche Felder, bla bla blub. Okay. Das heißt,
Wird das jetzt irgendwie rot? Kann ich da irgendwas machen? Nee, da kann ich nichts machen. Da bin ich zu weit weg, ne? Okay. Nee, ich will jetzt eigentlich nicht. Gut. War da nicht einer? Ach, da ist ja einer. Ist da irgendwas? So. Dann bringen wir dich mal besser in Sicherheit. So, Dille. Okay, da hinten läuft einer. Ihn da würde ich ja gerne... Aber der ist zu weit weg und der ist halt auch ein bisschen aufmerksam. Da müssten wir mal gucken, ob der dann irgendwann mal auf die andere Seite rüberläuft. Dann könnten wir hier über Seil... Ah, ja, komm, Baby. So, und? Ja, komm, bleib. Fall nicht in die falsche Richtung. Ah. Bleib. Ah. Oh, oh. Hatten die das gehört? Nein. Ah. Ach du Schande. Okay. Wir sind jetzt, glaube ich, wieder mal ein bisschen bekannt. Oh ja. So viel zum Versteck bleiben. Naja. Es kann ja nicht immer rund laufen. Wir suchen ja die Herausforderung. Ach du Schande, jetzt ist der... Wie ist denn das eigentlich? Können wir da was machen mit dem Wurfmesser? Ja, wie geht denn das jetzt? Haben wir das irgendwann mal geübt mit dem Wurfmesser? Ups. Naja, okay. Hey, du. Was? Ich häute dich, wenn ich dich finde. Oder auch nicht. Ich werde nach dir Ausschau halten. Merkwürdig. Hey, was? Du. Ah, nee, der läuft da hinten zum Glück. Der läuft da hinten. Insofern haben wir da kein Problem. So, wie sieht's aus? Quatsch. Okay, da sitzt noch einer, aber das ist, glaube ich... Ah ja, okay. Da sitzt einer. Der kommt aber nicht, oder? Können wir uns da lang schleichen? Das sieht gut aus. Das mit dem Wurfmesser habe ich irgendwie überhaupt noch nicht drauf. So. Okay. Okay, wir stehen da oben, aber wir kauern da oben, aber er sieht uns noch nicht. Oh. Wie machen wir das? Ah, so geht es mit dem Ding. Okay. So war das. Okay, die zwei sind aus dem Spiel genommen. Ja, das Thema ist halt... Wie ist denn das? Ah, gut. Okay, der andere hat was entdeckt, bemerkt. Das war nicht ganz so clever. Da hätte ich vielleicht ein bisschen noch warten müssen. Wie ist denn das? Können wir dem gar ausmachen? Lange plagst du die Welt nicht mehr. Sehr schön.
Hey, was? Tjo, dann wäre ja alles geschwätzt, ne? So, ich hoffe, das gibt keinen Stress, wenn der jetzt schon losrennt. So, da können wir ja auffüllen, gell? Ja, zwei Wurfmesser aufgefüllt. Ah. Da war doch was, oder? Habe ich da nicht was vorhin gesehen? Da habe ich doch was gesehen. Da ist was für Vaters Sohn. Yep. Yep. Loslassen. Okay. Irgendwie da drüber? Ah ja, okay. Na. Soweit so gut. Jetzt kann man hier auch bewegen. Loslassen. Okay. Das macht, glaube ich, gar keinen Sinn. Aha. Das kann man auch nur hierher ziehen. So. Oder? Kann das funktionieren? Ha, witzig. Witzig, witzig. Sehr schön. Truhe plündern. Was haben wir denn da Schönes? Oh, eine Montur des Aufbegehrens. Gerne, gerne. So, nee, das sind alles nur die Kontaktpunkte zum Verschieben. Jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen gucken. Was siehst du, Sadiki? Wo sind denn die Kollegen? Ist da noch irgendwas dazugekommen? Ah, ich glaube, das Gröbste haben wir weg. Weg. Okay, da ist was. Da ist was. Okay. Da ist ja noch einer. Da lungert noch einer rum. Wie ist denn das? Ah, da kommen wir nicht hin. Das ist zu weit. Ach du Schande. Ups. Da wären wir ja beinahe ins offene Messer gelaufen. So, so. Oh, da läuft noch einer, den wir, glaube ich, nicht auf dem Schirm hatten. Oh, 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 da sind zwei. Oh, und da unten ist auch einer. Eieieiei. Aber warte, 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 warte. Ich glaube, da können wir doch... Ups, da hätten wir auch drei erwischen können, glaube ich. Da hätten wir auch alle drei erwischen können. So, der läuft da, der läuft da. Da oben springt noch einer. Oh, den haben wir noch gar nicht auf dem Schirm. Verschaffen wir uns einen Überblick. Den müssen wir noch markieren hier, glaube ich. So, okay. So, wo ist der andere? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Eins, zwei, drei. Da war eine Keilerei. Nee. Da muss doch noch irgendwo einer rumspringen. Ah. Da. Ah, kommst du hoch? Kommst du hoch? Der springt da unten rum. Hast du dich versteckt? Ach du Schande. Wo hat mich einer gesehen? Ich habe so das Gefühl, jetzt wird's eng. Was macht denn sie jetzt hier für einen Stress?
So, mal kurz nach oben. Uns neu sortieren. Da läuft er. Ah. Was ist denn jetzt hier los? Wer sieht uns denn da? Ah, da ist einer. Okay, okay, okay. Warte, warte, warte. Nee, da komme ich so nicht ran. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Ja, jetzt müssten wir hier auf dem Kran sein. Das wäre natürlich cool. Hallo? Hallo? Nicht weglaufen. Dankeschön. Oh, hier können wir eine Türe aufschließen. Das tun wir doch gerne. Und befreien die Nächsten. Okay, hier gibt's was. Oh, Lederbauteile, Stahlbarren, die brauchen wir doch immer. Und ein bisschen was essen. Die Gesundheit ist gut, da haben wir eigentlich keinen Stress. Was gibt's denn hier noch? Oh, etwas zu lesen. Neue Befehle. Ich stieß auf Probleme bei der Beschaffung von Arbeitern aus dem Westen. Okay. Einer ist noch übrig. Einer ist noch übrig. Einer geht noch. Einer geht noch. Dann gehen wir aber hier durch. War da nicht auch irgendwas? Ich hatte so den Eindruck, als hätte ich hier auch... Da. Da steht sie und sagt nichts. Bauteile, Barren, Leder. Das brauchen wir alles in... Ah, jetzt macht er hier so einen Stress und schreit hier rum. Gleich hier wieder Panik ausgebrochen. So, wo ist er denn? Ah, kommt der? Nein, der kommt nicht. Da oben ist einer und dort. Also es sind noch drei Stück. Jetzt müssen wir uns hier irgendwie clever heranschleichen. Einsammeln. Gut. So. Okay. Kommt er? Nein, er kommt nicht und er da unten auch nicht. Gut. Und kaum einer hat es bemerkt. Ah. Die Frage ist nur... hilft dir niemand. Gut. Auch das wäre soweit erledigt. Ups, denn ich habe einen falschen erwischt. Das war der letzte. Nun zurück zu den anderen. Sehr gerne. Aber erst noch mal kurz schauen, ob vielleicht irgendwo noch was von wer... Ah. Ob hier noch was von Wert für uns ist. Okay. Komm hier rüber. Komm, komm. Lauf. Ja, sehr schön. Und rein. Ist hier noch was? Da war doch noch was. Hier können wir noch mal ein bisschen aufsammeln. Wurfmesser. Ja, ich glaube, ich komme so langsam wieder rein hier. Und diese... Schleicherei gefällt mir auch ganz gut. Wir müssen auch ganz klar sagen, dass es auch eher mehr wieder in Richtung Schleichen geht und nicht offene Kämpfe, so wie zum Beispiel bei Valhalla oder so. Da war es doch eher so, dass man sich wild durch die Missionen geprügelt hat, durch die Quests. Und hier machen wir es wieder ein bisschen mehr, so wie es sich gehört. Denn wir sind ja schließlich die Verborgenen und nicht die wild schwingenden Schwertschläger oder Schwertschwinger von Bagdad. Ne? Also, wir müssen noch gucken, dass wir uns hier wieder ein bisschen anonymisieren. Und da müssen wir mal schauen. Ah, da drüben 48 Meter. Ist das hier? Da drüben müsste theoretisch ein Plakat sein zum Wegreißen. Oder ist das so ein Kollege, der quatscht? Nee, das müsste hier ein Plakat sein. Ja, also. Entschuldigung, Entschuldigung, danke. Lieber verborgen bleiben. Ja. War ein schlechtes Bild von mir. So. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
Wir haben aber Glück gehabt. Da haben wir jetzt aber Glück gehabt. So, wir müssen zu 119 Meter. Wo müssen wir denn da hin? Wir müssen darum, glaube ich. Ist da hinten noch einer? Steht da hinten einer? So, haben wir nichts vergessen? Nochmal einen kurzen Blick werfen. Da oben ist ja noch was, sehe ich gerade. Da oben ist ja noch was. Nicht, dass wir hier noch mit leeren Händen... Ups, hallo. Hola. Ah. Kugan. Oh, kriegen wir den auf die Schnelle. Ganz schnell. Und guten Tag. Ja, das ist, wenn man eben aus dem falschen Fenster schaut. So. Wo haben wir denn? Wir haben doch irgendwo... War doch jetzt hier... Ja, okay, das ist Truhe. Nee, das ist schon okay. Aber ich glaube, hier unten ist noch was. Dumm. Wo ist es denn? Irgendwo habe ich doch was gesehen. Nee. Nebendran? Ach nee, die haben wir doch schon, oder? Ja, die haben wir schon. Also gut, ich glaube... Nee, komm, spring runter. Danke. Wir müssten alles haben, oder? Ich denke, wir haben hier alles. Dann rennen wir mal zum Kollegen. Treffen uns mit Beshi. Und ich hoffe, er wird voll des Lobes für unsere Arbeit sein. Wo sind sie denn? 33? Ach, da unten springt er rum. Sehr schön. Naja, okay. Bin ausgerutscht, sorry. Guten Tag. Basim, du tollkühner Hund. Ich leiste nur meinen Beitrag. Zusammen werden wir das Leid dieser Stadt beenden. El-Hul ist es, den du finden musst. Der Mann, von dem man nur hört, aber den man nie sieht. Was weißt du über ihn zu sagen? Er lässt Feinde des Kalifats in der Wüste graben. Gefangene, Aufständische, Arbeiter. Wonach er sucht, vermag ich nicht zu sagen. Diese Männer wurden vor Wochen mit Ali gefangen genommen. Dazu bestimmt, im Sand zu sterben. Ali nicht. Er kam woanders hin. Sie haben uns markiert und getrennt. Er war in einer anderen Gruppe. Sie wollten ihn befragen. Über dich. Und deine Freunde. Kannst du mir seine Markierung zeigen? Was hast du im Sinn? Ali und Nur kamen El-Hul nah genug, dass er es bemerkte. Wenn wir Ali finden, kann er uns zu El-Hul führen. Das ist ein Weg. Es könnte einen anderen geben. Ich gehe dorthin, wo diese Männer graben sollten, und gebe mich als Gefangener aus. Bist du wahnsinnig? Nein, nur stur. Hier, nimm das. Was fange ich damit an? Das ist eine Chitmatun-Münze. Jene, die ihren Wert verstehen, werden alles in ihrer Macht tun, um zu helfen. Diese Männer werden sich bei der Wassermühle am nördlichen Stadtrand sammeln. Ein Stützpunkt der Rebellen. Du bist dort willkommen. Allah schenke dir Erfolg. Möge Allah dich segnen. Meine Suche nach Ali geht weiter. In Shari könnte ich Hinweise zu seinem Verbleib finden. So, da haben wir also eine Münze bekommen. Und wer diese Münze bekommt, weiß, was er zu tun hat. Klingt so ein bisschen nach einem Compliance-Problem, aber okay. So, wo wollen wir lang? Wo geht's weiter? Wir schauen mal. So, was haben wir denn hier noch? Die Schmiede verbessert. Okay, ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind, dass wir hier unsere Schmiede verbessern können. Was haben wir hier oben? Folge nur. Suche nur als Kontaktperson in der Färbermanufaktur. Ich glaube, diese Nachforschung können wir öffnen. Dann machen wir da erstmal weiter. Ach, guck an.
Ja. Nachforschung. Suche Nurs Kontaktperson in der Färbermanufaktur auf. Ja, das werden wir tun. Okay, ist der Quest jetzt weg, oder? Alkohol, okay. Wir schauen nochmal in die Welt. Wo wollte ich denn eigentlich hin? Da, ne? Nachforschungen öffnen in der Färbermanufaktur. Ist das das oder ist das nicht? Ach, das ist das hier. Jetzt ist es... Ah ja, okay. Hab's verstanden. So, wie weit ist es denn? 313, okay, Gelegenheit. Auf jeden Fall vielleicht noch den einen oder anderen... Sperrgebiet. Ja, stimmt, klar, logisch, da wollen wir raus. Aber immer wenn wir unterwegs sind, ein bisschen Gelegenheit, noch ein bisschen Taschengeld einzunehmen. Na? Wer möchte spenden? Wer hat noch ein bisschen was übrig? Sie doch, oder? Ah, nein. So. Oh je, da schreit wieder einer. Da ist doch einer. Sehr schön. Sehr schön. Ja, wir müssen uns ein kleines Zubrot verdienen. Man weiß ja nicht, was man sonst hier noch so bekommt. Was war das? Ich verstehe. Vor uns kann sich nichts verstecken. Aha, okay. Okay. Da müssen wir wieder was Wasser rüber, habe ich so einen Eindruck. Ja, dann gehen wir doch mal gleich hier nach oben. Aber hat noch jemand was für uns? Hat hier noch jemand was für uns? So, sehr schön. Ist da was drin, was Interessantes? Nein. Einmal da rüber. Okay, und dann da hoch. Will er nicht? Ja. So, Huch. Ha. Naja, okay. So, 37, 35, die Färbermanufaktur. Wir haben wieder einen Ort entdeckt. Okay. Wo müssen wir denn lang? Hier, oder? Au. Das sieht doch gut aus. Einen Augenblick. Darwish. Asim. Azizi. Ich dachte, du wärst tot. Das dachte ich von dir auch. Was machst du hier? Deine Kleidung. Du bist nun einer von ihnen? Wie das? Ich bin ein Verborgener unter Roshans Führung. Verzeih mir, das ist alles zu viel. Als ich dich unter den Toten nicht fand, hoffte ich, dass du irgendwie entkommen wirst. Ich habe nächtelang für dein Überleben gebetet, dass du in Sicherheit bist. Heute zeigt mir Allah, dass er mich erhört hat. Ich bin deiner Gebete nicht würdig. Was in jener Nacht geschah, war nicht dein Werk, sondern das böser Männer. Das weißt du. Deswegen hast du dich entschieden, diesen Weg zu beschreiten. Deswegen bin ich nun in Bagdad. Ali ibn Muhammad ist ungestüm und sieht sich selbst als der Mahdi. Ich verachte den Mann, aber wir kämpfen gegen denselben Feind. Einen, bei dessen Niedergang ich helfen muss, wenn meine Seele je ruhen soll. Es ist also wahr. Du bist der Rebellenhändler, der Nur geholfen hat. Wie ist es ihm ergangen? Sein Leben hängt in der Schwebe. Aber er ist bei meinen Leuten sicher. Ich setze seine Arbeit fort und jage die Unterdrücker Bagdads. Ali half Nur dabei, sich einem solchen Mann zu nähern. Aber wie du vielleicht weißt, ist er seitdem verschwunden. Er ist nicht verschwunden. Er wurde gefangen. Ein Schicksal, das er gerade mit vielen Aufständischen teilt.
Weißt du, wo er festgehalten wird? Er wurde zur Wache von Beb Khorasan gebracht. Aber das ist schon Wochen her. Du beherrschst schon ihre Abgänge. Es war schön, dich wiederzusehen. Pass auf dich auf. Du magst jetzt in besseren Händen sein, doch ich bleibe ein nörgelnder alter Mann. Und Basim, wenn du dich mal etwas diebisch fühlst, komm ich besuchen. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Für die gute Sache, versteht sich. So, also für die gute Sache. Da trifft man also alte Freunde wieder. Davish haben wir also jetzt entdeckt. Sehr schön. Und das wird uns mit Sicherheit helfen hier im Laufe dieses Spieles. Aber das werden wir... Oh, ein Fertigkeitspunkt. Oh, gerne nehmen wir den mit. Gespräch mit Davish. Hinweis entdeckt. Sehr schön, das gefällt mir. Und ich hoffe, euch gefällt es auch, denn das soll es jetzt erstmal wieder gewesen sein für diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wir werden mal schauen, wo uns das Ganze noch hinführt und was es bedeutet, Davishs Artefakte zu suchen und ihm wohl für die gute Sache zu helfen. Ja. Beim Erleichtern. So, ich bedanke mich recht herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid, wenn wir spielen Assassin's Creed Mirage. Ich sage wie immer an dieser Stelle Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.